bin Wolfram Nils, ich bin der Aufnahmeleiter, der Producer für diese Aufnahme mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester und der Sinfonie von Franck und der Sinfonie von Chausson. Ich arbeite hier sehr häufig mit diesem Orchester. Ich kenne das Orchester sehr gut. Wir arbeiten sehr lange schon zusammen, das einen speziellen, ja, man kann sagen, vielleicht einen deutschen Sound ein bisschen hat, also einen sehr schönen, warmen, runden Sound hat. Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin ist sehr gut darin, flexibel zu reagieren und sich auf neue Klangfarben einzustellen. Hier haben wir französische Musik. Das ist natürlich normalerweise nicht das klassische Repertoire für deutsche Orchester, aber insgesamt muss man sagen, die Orchester sind insgesamt sehr international geworden. Auch die deutschen Orchester, und es gibt sehr viele verschiedene Nationen innerhalb des Orchesters und man kann sehr gut darauf reagieren, auf Repertoire, was nicht dem klassischen deutschen Repertoire entspricht. Das heißt, das Orchester kann sich auch sehr gut auf französisches Repertoire einstellen. Mit Jean-Luc als Dirigenten haben wir schnell gefunden, dass man mit den Farben sehr gut arbeiten kann. Und das ist sehr wichtig bei französischer Musik, dass man extrem für Klangfarben und Balancen arbeitet, um die Musik gut darzustellen. Beide Werke sind großartige Musik. Die Franck-Sinfonie ist natürlich sowieso sehr bekannt, aber auch die Chausson-Sinfonie ist ein wunderbares Werk und passen wunderbar zusammen auf eine CD. Und es ist eine große Freude, mit dem Orchester und mit Jean-Luc hier zu arbeiten. Und deshalb ist es schön, dass es so gut funktioniert mit der Zusammenarbeit mit diesem Orchester.